Guten Morgen! Ich sitze hier mit der Maria und die Maria macht etwas in den nächsten Tagen, Wochen, wann auch immer, was sie so wahrscheinlich vor 3 Wochen nicht geglaubt hätte. Genau. Und zwar, es begab sich, sie macht immer so, hat ja auch einen Rohkostkanal, die viele von euch werden die sicherlich auch kennen. Und dann macht sie, was sie so gegessen hat und was sie für Geld ausgegeben hat. Mhm. Und da war irgendwann so ein Video, da habe ich dann drunter kommentiert und da war ich echt, habe gesagt, boah, du gibst aber ganz schön viel Geld für Essen aus. Mhm. Und ja, und dann habe ich, kurz geredet und so, und dann haben wir uns auch mal kennengelernt auf der Revolution dann in Berlin persönlich. Mhm. Und ja, und dann hast du folgenden Entschluss gefasst. Genau, und zwar habe ich zu Christian gesagt, Christian, ich muss ja auch mal irgendwie mein Budget ein bisschen in Angriff nehmen. Und ich gebe ja teilweise 200 Euro die Woche aus, weil ich mir halt so frische Früchte und alles Bio und so. Und dann hat ja Christian, ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile auf deinem Kanal, immer so Rohkost für Lowkost. Und er meinte so, was, maximal 50 Euro im Monat. Und ich so, was? Und dann hat er ja erzählt mit seinem Buch und so. Und dann habe ich gesagt, du Christian, was hältst du davon, wenn ich mal ein paar Tage nach deinem Buch lebe? Und gesagt, getan. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich vorzubereiten und habe mir so, ich werde das so machen, du hast es ja in deinem Buch so gemacht, dass jedes Rezept so knapp über 1000 Kalorien hat. Ne? Es kommt das Rezept sehr an. Viel, genau, oder ja, es kommt, also genau, es gibt verschiedene. Eins hat 2000, aber die meisten sind 1300, 1400. Genau. Und da habe ich das jetzt so gemacht, dass ich mir pro Tag 2 Rezepte rausgesucht habe. Mhm. Also weil ich mache das intermittierende Fasten. Ich esse einmal so gegen 12 eins und einmal so gegen 18 Uhr. Mhm. Und dass ich für jedes so ein Rezept rausgesucht, also für jeden Tag 2 Rezepte. Okay. Und danach möchte ich dann eben essen, aber natürlich mir das vorbehalten, weil ich bin ja so ein kleiner Gourmet, ich esse ja das, was, und du hast ja gesagt, es ist daraus abgezielt, dass es wirklich Low-Cost ist. Ja, ja. Und das, obwohl die Rezepte jetzt relativ gut klingen, würde ich bei dem einen oder anderen noch so ein bisschen kleinen Pimp geben, so Pimp my Raw Spirit Recipes. Ja, ja. Und war da schon ganz kreativ und werde das alles dokumentieren und dann auf meinem Kanal zeigen, was ich so gegessen habe. Mhm. Ich werde auch so ein bisschen zeigen, wie ich das so zubereite. Also ich werde diese Tage, wenn ich das mache, so ein bisschen filmen und dann ein Fazit dazu machen. Was ich aber jetzt dazu sagen muss, dass ich jetzt, ich lebe in Berlin und bin da auch gerade relativ frisch hingezogen. Ich habe da zwar gesehen, dass in meinem Bioladen die auch so eine kleine Futterkiste haben, aber da kann ich halt nicht immer garantieren, dass die genau die Zutaten haben, die du halt in deinen Rezepten hast. Das sind noch nicht so viele, das sind noch einfache Zutaten. Ja, genau, das sind einfache und das sind auch günstige Zutaten. Hm. Aber es wird jetzt halt. Aber nicht dass ganz du dann so statt der Möhre irgendwie eine. Nee, also du musst da schon. Nee, so geht das nicht. Nee, genau. Ich halte mich schon an die Regeln. Also ja. Möhren und so, aber ich krieg ja dann keine. Du bestellst ja zum Beispiel auch deine Samen und so. Du bestellst du dir ja 10 Kilo Säcken, ja. Also in Großmengen. Und so hast du ja deine Preise auch berechnet. Mhm. Das mache ich ja jetzt nicht, weil ich esse ja dann nicht. Nicht ganz so viel, also ich ernähre mich ja da nicht ständig danach und deswegen würde ich mir das jetzt in kleineren Verpackungen kaufen, damit ich das jetzt habe, aber ich nehme die Zutaten, die du nimmst und dann nehme ich nur vielleicht das ein oder andere Gewürz noch dazu. Oder ich bin mal gespannt, ich werde mich dann kritisch dann dazu äußern. Ja, also ich bin auch ganz gespannt, aber ich glaube, das wird richtig toll, ich freue mich da ganz toll drauf und ich bin ja auch ganz dankbar, dass ich das mal testen darf. Ja, es ist halt einfach so schön, selbst wenn wir Geld haben nicht das so eng sparen müssten, so ist es doch schön, das mal zu sehen, dass es möglich ist. Denn zum einen kann ja immer sein, dass man eine Situation kommt, wo man sparen müsste, auch wenn man jetzt vielleicht eine große Operation oder irgendwas ganz viel Geld ausgeben müsste für irgendwas, für solche Sachen. Und zum anderen befreit es ja auch wieder auf der anderen Seite, du musst weniger Geld verdienen und kannst dadurch dich vielleicht besser verwirklichen, weil viele, ich meine, du bist auf dem besten Weg auch dahin, dass du dich verwirklichst mit dem, was du auch, was du liebst. Also aber bei vielen Menschen halt nicht so der Fall. Sie sind halt noch so einen Kreislauf gefangen, dass sie ja oft etwas tun müssen, um Geld zu verdienen. Genau. Und wenn man dann weiß, okay, ich muss weniger Geld ausgeben, ja, wunderbar, dann muss man weniger arbeiten. Und das ist halt auch so, da liegt auch so ein bisschen die Brillanz da drin, dass es nicht nur geht, man muss Geld sparen. Mhm. Und wir sind auch häufig, also mittlerweile ist es ja nicht mehr so, aber früher war es so, oh, ich muss Geld sparen. Es wurde ja so ein bisschen, du hast es wohl nicht. Mhm. Wir wurden ja gerade in den 90er Jahren und auch 2010, also immer das war so eine Phase von nach dem Krieg und dann ging es erfolgreich. Ja. Da wurde viel über Erfolg definiert und über Geld definiert. Ja. Und mittlerweile geht es halt dahin, dass man erkennt, dass viele, die erfolgreich sind, sich trotzdem umbringen, viele, die reich sind, trotzdem unglücklich sind, dass man Selbsterfüllung. Und da denke ich, ist das schön, dass man dann
Und das finde ich doch gut, dass du das tust. Du hast die Möglichkeit, mehr Geld dazu auszugeben, machst es aber trotzdem. Damit schickst du eine tolle Message raus. Genau, ja, und ich finde das halt, also was ich bei deinem Buch auch so sehr schätze, also was ich auch immer mehr merke, also die Natur ist, also das geht ja auch immer mehr zurück zur Natur. Mhm. Und das ist ja auch, ich meine, die Natur, das ist das Beste, was es gibt im Prinzip. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, da sind ja auch sehr, sehr viele regionale, saisonale Zutaten mit drin, was ich eben auch sehr gut finde, weil warum soll man sich jetzt gewisse Sachen über einen halben Kontinent fliegen lassen, wenn man doch so nährreiche Sachen da hat. Also das ist so, und ich finde das auch, ist, wie du das sagst, dann kommt man so wieder zurück zu sich selber und sucht das Glück in sich drinne und nicht irgendwo im Außen. Mhm. Und dein Buch und das, was du da auch geschrieben hast, auch zu den Nährwerten und wie du so denkst, hat mich auch wieder daran erinnert. Und wie gesagt, also so ganzheitlich. Ja. Finde ich sehr inspirierend. Sehr schön. Ja, das freut mich natürlich. Mhm. Und mir hat es auch gefallen, dass bei der Revolution auch wir die Möglichkeit hatten, wirklich ohne Standgebühren quasi dort eingeladen zu werden. Und ich hatte mal geredet mit dem von Anastasia, der Freund, der bei Orkus arbeitet, dass halt die Revolution auch so ein bisschen dahin gehen will. Ja. Alles so wieder ein bisschen puristischer, ein bisschen weg von diesem Konsum und alles nur perfekt, sondern halt wirklich zur Zufriedenheit, zur inneren Liebe, zur Verbundenheit mit der Natur. Ja. Solche Dinge. Und das fühlt sich einfach total gut an. Es fühlt sich auch total gut an, wie sich alles so jetzt entwickelt. Ja. Zumindest jetzt in dem Umkreis. Man muss da mal vorsichtig sein. Man hat natürlich jetzt so ein bisschen ein soziales Umfeld, wo das alles schön ist. Ja. Aber es treten ja auch, wir sind jetzt hier gerade beim Potluck, es treten ja auch immer Menschen, die es erst heraus aus ihrem normalen Alltag kommen zum Rohkost-Potluck. Heute war ein Fleischesser da, also wollte das einfach mal testen und der ist dann begeistert und und dann macht das Stück für Stück seinen Lauf. Ja, ich finde es ja auch toll. Wir bauen ja gerade auch in Berlin so ein bisschen so eine Gruppe auf, eine Facebook-Gruppe. Wir haben ja langsam auch Zeit in Berlin. Ja, da gibt es nicht mal einen Rohkost-Potluck. Ja, und deswegen, wir haben auch bald einen, den ersten, bin ich mal gespannt, wie der wird. Mhm. Und deswegen bin ich ja auch heute hier bei euch, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Das, weil ich finde, das ist auch eine ganz tolle Gemeinschaft hier. Und ihr habt ja auch einen wunderschönen Platz. Also ich bin ganz begeistert, ja. Und jetzt bereite ich mich seelisch und mental auf die Challenge vor. Ja, wie gesagt, wenn ihr ihre Challenge sehen wollt, dann ihren Kanal verlinke ich unten, da könnt ihr abonnieren. Irgendwann geht es halt dann mal los. Ja. Und ja, nicht, wie gesagt, dann mit einem kritischen Auge drauf machen. Hoffentlich tust du mich nicht sperren von deinem Kanal, wenn ich das sage. Nein, ich finde ja, Kritik oder wie soll man das sagen? Ja doch, Kritik oder Feedback ist für mich eine Gabe. Mhm. Weil das ist, das kostet ja dich Kraft, mir das zu geben. Und ich bin dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mir das zu geben, weil ich kann das ja dann nutzen für mich, um wieder zu wachsen. Genau. Und deswegen bin ich dir dankbar dafür. Ja. Also ich freue mich in allen Perspektiven darauf und wie gesagt, also nicht jetzt Montag, sondern Montag in einer Woche geht's los und dann kann man das halt bei Instagram schon so live verfolgen so ein bisschen und das andere werde ich dann alles dokumentieren und bin gespannt. Okay, also 3 Tage hast du gesagt. 3 Tage habe ich gesagt. Ich hab angefangen mit veganer Ernährung, habe gesagt, ich mache nur 3 Tage vegane Ernährung. Ja. Jetzt habe ich über 2.500 Videos. Vielleicht steigst du ein in die preisbewusste Rohkost und lässt alles fallen. Nur noch basic. Genau. Ja, also ich will mich da wirklich inspirieren lassen, weil ich bin jetzt da gerade auch durch den Umzug habe ich mir jetzt auch neue so Keimgläser gekauft und so und will jetzt weg von so normalem Salat, weil der ist ja auch relativ teuer, wenn du da halt 2-3 am Tag von isst. Absolut. Dann zu Sprossen, weil da muss ich weniger essen, die sind nährwertreicher und sie sind günstiger. Absolut. Besser geht's ja gar nicht. Also, ich probiere jetzt was, da mache ich mal noch ein extra Video dazu. Ich habe jetzt, also es gibt so diese Moringa-Samen, die habe ich gegessen, so schmeckt ganz gut, so alles kein Thema. Aber du kannst ja auch in der Wohnung kannst du kleine Bäume machen, ständig abschneiden und ständig diese als Salat quasi diese Moringa-Blätter, weil die total schnell wachsen sind. Würde ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe jetzt 50 kleine Moringa-Pflanzen und tue die bei mir in der Wohnung in so einen Moringa-Wald und will dann nur noch das als Salat essen. Also keine Ahnung, ob das funktioniert, aber das ist mein Projekt. Aber da gibt es noch ein Video dazu, wenn es nicht geht, dann verschweige ich das ganz dezent. Okay, aber das wäre doch auch mal gut zu wissen, dass es halt ein Flop ist. Dann brauchen es halt nicht alle testen. Das stimmt. Also ist ja auch immer, finde ich, auch mal ganz wertvoll. Das kannst du ja dann halt auch mal so nebenbei erwähnen oder so. Habe ich jetzt erwähnt. Also falls ich es nicht nochmal erwähne, war es ein Flop.
Okay. Na gut, dann werden wir uns mal weiter jetzt hier in die Revolution. Ach, Revolution, Rohkost, Potluck. Genau. Wir stürzen noch ein bisschen Spaß haben, das Wetter ist gigantisch. Und, aber du kommst halt nicht mit zum Kontakttanz. Nee, ich will heute, also wir fliegen morgen wieder nach Stockholm und ich muss heute Abend noch packen, also ich will nicht ganz so spät zu Hause sein, aber ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Ich will ja auch mal Silke besuchen und bei ihr mal schlafen mit meiner Laurella und da werde ich mal herkommen, dann haben wir sicherlich noch mehr Zeit, auch so intensiver zu quatschen und da können wir auch tanzen. Okay. Ich bin für einen Tanz immer zu haben. Okay, schön. Und das ist, obwohl du Skorpion bist. Ja, aber ich bin jetzt halt kein typischer Skorpion. Das stimmt. Du ziehst mich jetzt mal damit auf. Also bist du in der Tat irgendwie verdächtigerweise schon recht sympathisch. Aber da stimmt bestimmt irgendwas mit Sternzeichen. Das haben sich deine Eltern bestimmt haben dir das falsche Sternzeichen gesagt. Das glaube ich auch. Ich habe einen sehr, sehr starken Aszendent zum Krebs. Ja, das stimmt. Das also ich kenne auch Skorpione und ich kenne diese Seiten, die du sicherlich ansprichst, aber die sind bei mir sehr, ich will nicht sagen, es gibt sie gar nicht, aber die sind sehr... zurückgebildet. Ja. Aber 80% auf meinem Kanal glauben mir sowieso nicht an Standzeichen, deswegen beenden wir mal jetzt hier das Video. Genau. Alles klar, na dann verabschieden wir uns. Tschüssi. Tschüss. Guten Morgen.